Hallo, mein Name ist Josef Najem. Ich bin der Präsident der Freien Evangelischen Vereinigung im Libanon. Die FEAL ist der Missionszweig der Freien Evangelischen Gemeinden im Libanon und in Syrien sowohl wie in den arabischen Ländern. Wir arbeiten im Großraum Beirut. Der Libanon befindet sich seit 2019 in einer schwierigen und einer tiefen finanziellen und politischen Krise. Innerhalb von 6 Monaten war es nicht möglich, einen neuen Präsidenten zu wählen. FEAL setzt sich in der Missionsarbeit in arabischen Ländern ein. Im Lauf der Jahre haben wir 18 nationale Missionare und Gemeindegründer entsandt. Wir sind in 8 arabischen Ländern tätig, in Libanon, in Syrien, Jordanien, Irak, Ägypten, Nord- und Südsudan und Algerien. Wir sind begeistert von dem, was Gott in unserer Mitte und durch uns tut. Gott öffnet die Herzen vieler Menschen, insbesondere Menschen mit einem muslimischen Hintergrund. Wir trainieren auch Führungskräfte durch unsere beiden Hauptzentren in Amman, Jordanien und Beirut, Libanon. Wir engagieren uns auch für Hilfsmaßnahmen in der Flüchtlingskrise und bei Katastrophen wie den Erdbeben in Syrien. Wir senden Hilfe und Hilfsgüter zur Unterstützung der vom Erdbeben betroffenen Familien in Aleppo und auch in der Umgebung des Gebietes. Hallo. Ich bin Danny Saab von den Freien Evangelischen Gemeinden im Libanon. Der Libanon ist in vielerlei Hinsicht sehr frei, ganz anders als in der arabischen Welt. Dies ermöglicht es uns, der gesamten arabischen Welt zu dienen. Das sind unsere Gäste und mit einem warmen Allianz-Missionsapplaus willkommen an Josef Najem und Danny Saab. Mit dem Übersetzer Dave Rose. Wir haben heute, die Predigt ist heute aufgeteilt sozusagen in die 2 internationale Gäste halten. Und Joseph, you will start to lead us and Dave wird uns übersetzen. Und Danny, auch an dich ganz herzlich willkommen. Du bist mit hier in Deutschland, du bist gut angekommen. Beim letzten Mal hat es leider mit dem Visa nicht geklappt. Dieses Mal bist du da. Ein ganz herzliches Willkommen. Ich möchte gerne für dich beten. Danke, lieber Herr, dass du uns verbindest mit Geschwistern aus aller Welt. Und danke, dass du uns verbindest auch mit Situationen, die oft so ganz anders sind als unsere. Aber du bist derselbe Gott an jedem Ort. Und wir beten, dass du Joseph segnest, jetzt, dass er uns dein Wort predigt, Ermutigung, Glaubensweckung, Glaubensstärkung und vielleicht auch als Herausforderung. Dafür segne dich, Josef. Amen. Amen. Well, hello everybody. Hallo. It's a great privilege for me to be with you. Es ist ein großes Vorrecht, dass ich mit euch zusammen sein darf. Danny, mit Danny zusammen. To be able also to share God's word with you. Dass ich Gottes Wort euch weitergeben darf. May I ask you to stand, please, so we can read the scripture together. Könnt ihr bitte aufstehen, während wir Gottes Wort gemeinsam lesen? We will be reading from the book of Philippians, chapter 1, from verse 12 to 14. Wir lesen aus Philipper Kapitel 1, die Verse 12 bis 14. Ihr sollt wissen, Brüder, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn im ganzen Prätorium und bei allen übrigen ist offenbar geworden, dass ich um Christi willen im Gefängnis bin. Und die meisten der Brüder sind durch meine Gefangenschaft zuversichtlich geworden im Glauben an den Herrn und wagen umso kühner, das Wort Gottes furchtlos zu sagen. Amen. Amen. Thank you. Please be seated. Wir können Platz wieder nehmen. Paul is writing to the church of the Philippians.
Paulus schreibt die Gemeinde auf den Philippinen, in Philippi ein. Philippinen ist, wo ich gelebt habe. I said Philippines instead of Philippi. Jetzt wisst ihr, wo mein Herz ist, genau. It can work both ways. Okay. Paul is writing an important something very important to the people of Philippians. Ja, er schreibt etwas sehr Wichtiges zu den Menschen in Philippi. He is talking about the uncertainties that are facing him in his ministry. Er schaut auf die sucht nach der Antwort auf seine Situation in seinem Dienst. When he wrote this letter, he wrote it from the prison. Als er diesen Brief geschrieben hat, war das aus dem Gefängnis geschrieben worden. You can imagine somebody writing from prison, from the darkness of the prison. Ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet, aus der Finsternis eines Gefängnisses zu schreiben. To my opinion, he could have written a different letter. Nach meinem Gefühl, hätte er einen anderen Brief schreiben können. A letter of self-pity. Ein Brief, wo er sich selbst bemitleidet hat. Of depression. Depression. A letter describing his sorrows. Seine tiefe Gefühle, dass er traurig ist. And his discouragement. Und auch, dass er enttäuscht ist. A letter that can be centered around his own life. Etwas zentriert auf sein eigenes Leben. But what we can read from these words here in this passage. Aber was wir lesen aus diesem Text hier. He is saying that what happened to me served to advance the gospel. Sagt er, das, was geschrieben worden ist, ist zum Fortschritt des Evangeliums. He is giving a testimony about what God has been doing through him to the people around him in the prison. Er gibt sein Zeugnis über das, was Gott durch ihn zu den Menschen um ihn herum im Gefängnis gibt. His imprisonment was for the sake of Christ. Er ist im Gefängnis für Jesus. And he is also describing that his position beschreibt seine Situation, seine Position. That his position strengthened the believers around him. Und dass das die Gläubigen in seinem Umfeld, in seiner Umgebung stärkt. He is saying that because of my imprisonment, my friends have been bold in presenting the word of God. Und er sagt, dass weil ich im Gefängnis bin, dass meine Freunde Mut haben, das Evangelium weiterzugeben. And because of his stand for Christ, und weil er für Jesus unterwegs ist, these people around him, the believers, started to be proclaiming the word without fear. Und weil er im Gefängnis ist, haben die Menschen, die jetzt das Evangelium weitergeben, ohne Angst, das Evangelium weitergegeben. Can you imagine the situation where Paul, instead of crying on himself, könnt ihr euch das vorstellen, dass Paulus statt sich selbst zu bemitleiden, he was able to strengthen the believers around him. Konnte er die Gläubigen um ihn herum stärken. And despite the situation in which he was in the prison, und trotz dieser Situation im Gefängnis, he was able to be a conduit of courage to the people around him. Konnte er eine Stärkung der Menschen um ihn herum sein. And the same thing, brothers and sisters, it can happen to you and to me. Und das kann euch und mir auch passieren. A lot of uncertainties in life can happen in our lives. Viele Dinge können in unserem Leben passieren. And sometimes the wind might blow against the boat of our lives. Und vielleicht ist da ein Gegenwind gegen das Boot unseres Lebens, das weht. Unhappened and unplanned events can happen to us anytime. Dinge, die nicht geplant sind, können in jedem Augenblick passieren. Adverse circumstances also can occur and might come in our lives. Ja, Widerstände können in unserem Leben geschehen. What shall we do? Wie sollen wir darauf reagieren? You remember Joseph in the Old Testament. Ihr erinnert euch an Joseph aus dem Alten Many Testament. Things were unplanned in his life. Viele Dinge waren in seinem Leben nicht Adversities geplant. Came on his life. Widerstände kamen in sein Leben. False accusation. Falsche Aussagen gegen ihn. Injustice. Dinge, die nicht richtig waren. Even going into the prison. Er musste sogar ins Gefängnis.
But because of his boldness, aber weil er so mutig war, and his position in God, in Christ, und sein Leben, seine Position in Gott, he was able to face all these uncertainties without fear. Konnte er ohne Angst diese Situation widerstehen. This is what is the situation of the theme of this conference. Das ist das Thema dieser Konferenz. Embracing the unplannable. Dass wir das nicht planbare umarmen. Accepting things that are not in our favor. Dass Dinge, die eigentlich nicht für uns sind, dass wir die annehmen. And yet overcome with Christ. Aber dass wir die überwinden können mit Christus. I can say a testimony about our situation and ministry in Lebanon. Ich kann ein Zeugnis über unsere Situation in Lebanon weitergeben. War has raged for many, many years. Wir haben seit Jahren Krieg in Lebanon. Many people, many Lebanese people fled the country. Viele sind haben das Land verlassen. We also, those who stayed in the country, we lost all our savings in the banks. Alles, was im Land war, haben wir das ganze Geld auf unseren Konten verloren. Can you imagine when you go to your bank and you cannot withdraw your own money? Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr geht zur Bank und könnt euer Geld nicht abheben. And life became very fragile for many people. Und das Leben war für viele sehr, sehr schwierig. And many also lost hope. Die haben auch Hoffnung verloren. But in the midst of all this, aber mittendrin, God was raising people into his ministry. Hat Gott Menschen in seinen Dienst berufen. God grew the doors of his church. Gott hat die Türen der Gemeinde geöffnet. And our ministry has grown up tremendously. Und unser Dienst ist gewachsen. And in the middle of all these uncertainties, God was doing a great work among us. Und mitten in diesen Unsicherheiten hat Gott Großes getan. And from one church in Beirut, God has grown the work into 8 Arab countries. Und von einer Gemeinde in Beirut haben wir jetzt Dienst in 8 verschiedenen Ländern. So this is posing a question on our lives. Und das ist eine große positive Anfrage an unser Leben. On your life and my life. An dein Leben, an mein Leben. How do we do when things go wrong? Wie reagieren wir, wenn Dinge falsch laufen? When things can happen without our acceptance. Weil Dinge passieren können, die wir nicht annehmen. When unplanned things happen to you. Wenn Dinge, die nicht geplant sind, dir geschehen. And when the wind blows against your boat. Und wenn der Wind stark gegen dein Boot weht. When life seems unfair. Und das Leben unfair ist. And uncertain. Und unsicher. I would like to mention 3 things. Ich möchte 3 Dinge benennen. To you. And to me. To you and to me. Für dich und für mich. 3 things that I think we can withdraw it from the lessons in the life of Paul. 3 Dinge, die wir vom Leben des Paulus lernen können. In the circumstances that Paul was going through. In diesen Umständen, denen Paulus sich befinden hat. What he shared with the church of Philippi. Und was er weitergegeben hat an die Gemeinde in Philippi. His situation was a blessing for the church. Seine Situation wurde zu einem Segen für die Kirche. And this church became more strengthened because of his courage. Und die Gemeinde wurde gestärkt durch seine Situation. Because he stand tall in front of all the adversities around him. Weil er fest stand gegen diese ganzen Umstände. I would like to share one verse from also the book of Acts. Ich möchte einen Vers aus Apostelgeschichte weitergeben. And you can say that Paul was really knowing what he was facing. Und Paulus wusste schon, was auf ihn zukam. When he was in Ephesus. Als er in Ephesus war. Yes, and in Acts chapter 20 and verse 22 and 23. Und Apostelgeschichte 20, 22 und 23. Let us read what he said. Wir wollen lesen, was er gesagt hat. Nun ziehe ich, gebunden durch den Geist, nach Jerusalem. Und ich weiß nicht, was dort mit mir geschehen wird. Nur das bezeugt mir der Heilige Geist von Stadt zu Stadt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten.
One thing we need to learn from the life of Paul is that he stood focusing on the vision and focusing on his calling. Eins, was wir sehen können, dass er fokussiert war an seine Berufung, an der Vision. He did not focus on the circumstances that he was facing. Er hat nicht auf die Umstände sich fokussiert, die mit denen er zu tun hatte. In these verses of the book of Acts, he was certain that things might happen unexpectedly. Und wir sehen aus diesen Versen aus Apostelgeschichte, dass er wusste, es wird etwas auf mich zukommen. He knew by his spirit and in the spirit of God that things might happen contrary to what his will was. Und er wusste durch Gottes Geist, dass Dinge geschehen könnten, die gegen seinen Willen waren, seinen persönlichen Willen. And yet he stayed focused on his calling and on his vision. Und trotzdem ist er weitergegangen und ist seine Berufung, seine Vision weitergegangen. And I think the second thing we can learn from the life of Paul, das zweite, was wir von Paulus lernen können, is to learn how to turn our challenges into opportunities. Wie wir Herausforderungen in Möglichkeiten umstellen. It's easy to succumb to the failures. Es ist leicht, dass wir uns unterbuttern lassen durch das, was wir nicht schaffen. And to surrender to the weakness of our lives. Und aufzugeben, da wo Schwächen sind in unser Leben sind. But with God's spirit, aber mit Gottes Geist and God's strength, und Gottes Stärke, and like Paul, und wie Paulus, we can turn our challenges into opportunities. Können wir Herausforderungen in Möglichkeiten umwandeln. Opportunities for the gospel. Möglichkeiten für das Evangelium. To advance God's word in front of us. Wie mit Gottes Wort vor uns. And to learn from Paul how to be bold in his testimony. Und von Paulus zu lernen, mutig zu sein in unserem Zeugnis. And the third thing that we learn from Paul, und das dritte, was wir von Paulus lernen können, is to surrender the temporary to the eternal. Ist, dass wir das, was vorläufig ist, für das Ewige so unterordnen. He knew that one day he will face Christ face to face. Er wusste, eines Tages werde ich von Angesicht zu Angesicht Jesus sehen. He knew that he had enough to stand on the provision of God. Er wusste, dass er stehen konnte auf das, was Gott für ihn tut. In this letter he wrote to them, I can do everything in Christ who strengthens me. In Philipperbrief lesen wir, ich kann alles tun durch Jesus, der mich stärkt. So he was looking into eternal things. Und deshalb hat er seinen Blick auf die ewige Dinge. And he knew that the temporary will pass. Und er wusste, das Vorübergehende wird vorübergehen. So he never surrendered for the present situation. Und deshalb hat er nicht aufgegeben in der jetzigen Situation. Obwohl, egal ob das geplant oder ungeplant war, say, I can do everything in Christ, sondern zu sagen, ich kann alles durch Jesus, der mich stärkt. May God give us the power and the strength, dear brothers and sisters. Möge Gott uns die Kraft und den Mut geben für alles. In your country, whether in my country, in deinem Land und auch in meinem Land, we will face many things that are contrary to our will. Wir werden mit vielen Dingen konfrontiert werden, die gegen unseren Willen sind. What will you do? Was wirst du tun? What will I do? Was werde ich what tun? What we will all do? Was werden wir tun? Shall we focus on our calling and our vision? Wir wollen auf unsere Berufung, unsere Vision fokussieren. Shall we turn our challenges into opportunities for the gospel and for the glory of God? Und unsere Herausforderungen, dass wir die Herausforderungen umwandeln und dass wir die annehmen zur Ehre Gottes. Shall we surrender the temporary to the eternal when we stand in front of Christ and be and say, well done, servant, you are blessed unto eternity. Dass wir das Vorübergehende für den Ewigen und dass wir vor Gott stehen können, wo er sagt, gut gemacht. May God help us all. Möge Gott uns helfen. And to all the glory go to God. Und möge Gott die Ehre bekommen. Amen. Amen. Thank you.